Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Festtagsangebot bei Coop ist im Moment einfach umwerfend. Zahlreiche Artikel, die Ihnen die Festtage versüssen und die Sie bestimmt gut brauchen können, sind jetzt besonders günstig. Noch schöner, noch reichhaltiger als Jahr durch ist auch die Auswahl an exotischen Früchten. Die Preise für die vielseitigen Köstlichkeiten haben wir übrigens noch mal senken und offerieren Ihnen die Ananas, die Avocados, Mangos und Kiwis sogar zu günstigen Aktionspreisen. Wir hier im Coop-Studio kommen wie angekündigt zum zweiten Teil des Weihnachtsessens, nämlich zum Dessert. Und auch heute wieder die Frage an meine Kollegin vom Kochstudio. Was ist es? Etwas mit Orangen hat man im Film vorhin noch gesehen. Richtig. Nachdem es jetzt auch schon wieder schöne Schamutti und Moro-Orangen in unseren Läden hat, habe ich mich für ein Orangendessert entschieden. Genauer gesagt, ein Orangensalat mit Marzipan. In einem Pfändchen Weisswein mit einem Esslöffel Zucker, Honig und Zimt mischen. Ist das gleich was für ein Weisswein? Ich würde jetzt eher einen süssen nehmen. Die Rosinen dazugeben und aufkochen. Dann den Sud ab der Platte nehmen und nach dem Abkühlen die Rosinen rausnehmen. Jetzt kommen die Orangen dran. So schälen, dass die weißen Häutchen möglichst ganz entfernt werden. Für das Dessert braucht es 1 Kilo Orangen. Ich habe darum schon etwas vorgestellt. Oh, da braucht es aber ein scharfes Messer. Vorsicht, du musst dann nachher noch mehr moderieren. Wenn die Orangen geschält sind, in dünne Scheiben schneiden und vierteln. Und ein Viertel davon in eine Schüssel geben, von der Rosine ebenfalls ein Viertel drüber geben und ein Viertel vom Marzipan drüber raffeln. Ah, darum ist der Marzipan vorhin im Tiefkühler gelegen. Genau, es geht nur, wenn er gefroren ist. So, jetzt kommt die nächste Schicht Orangen, Rosinen, Marzipan und so weiter, bis alles aufgebraucht ist. Dann den Weissud drüber verteilen und die Schüssel für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen. Und so sieht das Dessert aus, wenn es fertig ist. Orangensalat mit Marzipan. Vor dem Servieren kann man es noch mit 1 bis 2 Esslöffel Orangenlikör beträufeln. Und wenn das immer noch nicht langt, kann es selbstverständlich auch noch Schlagrahm dazu haben. Vielen Dank, Esther, auch für diesen Vorschlag. Er gehört, wie gesagt, zum Coop-Weihnachtsmenü, das in der Coop-Zeitung von der letzten Woche vollständig abgebildet und abgedruckt worden ist. Auch in der Coop-Zeitung von dieser Woche hat es aber ein Rezept. Das stimmt. Leider reicht Zeit nicht mehr, um es näher vorzustellen. Für die, die es aber interessiert, noch schnell ein paar Stichworte. Es ist eine Christstollen, auch mit Marzipan gefüllt, die mehrere Wochen frisch bleibt und sich darum auch gut als Geschenk oder Mitbringsel eignet. Also unbedingt die Coop-Zeitung anschauen. Auch unschlagbare Aktionsangebote stehen dort nämlich drin. Zum Beispiel die hier. Clementine aus Spanien im Netz an 2 Kilo kostet nur 3,30 €. Und atlantischer Rauchlachs per 100 Gramm nur 4,70 €. Alle Sorten Emmentaler sind per Kilo 4,50 € günstiger. Und dann noch der Preisabschlag. 1 Kilo Feinkristallzucker kostet ab sofort nur noch 1,50 €. Auch im Coop-Restaurant ist man auf die Festtage eingestellt und offeriert Ihnen ein Schweinsteak mit Morchelrahmsauce, Nudeln, Käfer und Tomaten für nur 9,90 €. Auch daheim ist der Festtagsbraten dieses Jahr günstig wie noch nie. Coop offeriert Ihnen frisches Schweinefleisch von Schweizer Bauernhöfen von jetzt an bis am Samstag ganze 20% günstiger. Das Angebot gilt für jedes Stück, vom Voressen über das Kotelett bis zum Geschnetzelten oder Filet. Wer jetzt profitiert, hilft auch den Schweizer Bauern. Mit diesem Hinweis bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und viel Vergnügen und Erfolg mit dem Weihnachtsessen vom Kochstudio. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnacht.